Seit 1. November 2012 läuft für den Hallener Extremausdauersportler Gerald Bauer die intensive Vorbereitung auf das Race Across America 2013. In dieser Zeit war er bereits mehr als 120 Mal mit den Tourenskiern am Rossfeld, über 25 Mal am Untersberg, hat 10.000 Kilometer am Ergometer abgespult und vieles mehr. Insgesamt waren es in den 3 Monaten sagenhafte 450 Trainingsstunden. Einen Tag davon waren wir mit der Kamera dabei. Schwitzen für den großen Traum, den Traum vom härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America. Das bestimmt seit Monaten den Alltag vom Hallener Extremausdauersportler Gerald Bauer, der am 11. Juli erstmals dieses ultimative Abenteuer in Angriff nehmen wird. Gestartet wird dabei an der Westküste südlich von Los Angeles. Und dann geht es quer durch die USA, durch 4 verschiedene Zeitzonen, über 4.800 Kilometer und 33.000 Höhenmeter, bis nach Annapolis an der Ostküste. Das Klima reicht dabei von 45 Grad und mehr in der Wüste, bis zu Temperaturen unter 0 Grad in den Rocky Mountains. Eine enorme Belastung für den menschlichen Körper, für die sich Gerald Bauer Tag für Tag schindet. Von 6 Uhr in der Früh bis in die Abendstunden. Ja, grüß euch, ich bin der Bauer Geri. Stech gerade mit in die Vorbereitung aufs Race Across America und komme gerade von meiner ersten Trainingseinheit. War wieder einmal auf einer Skitour unterwegs. Heute zum 103. und 124. Mal am Rossfeld. Jetzt geht's ab in die Arbeit und mich freut es, dass mich heute begleitet bei meinem Trainingstag und bei meinem Alltag. Sie werden platziert neben meine restlichen Ski, Storner Ski für den Untersberg und der Freeride Ski, alles da. Das ist quasi mein Basecamp für meine Trainingsaktivitäten. Gut, und nachdem ich eben nicht nur selbst ein Leistungssportler bin und mir jetzt nicht nur komplett auf meinen Sport konzentrieren kann, mache ich einen Brotberuf auch noch und trainiere da im Olympiazentrum Salzburg zig andere Sportler, wie man hier sieht. Und jetzt liegt es eben daran, dass meine Sportler einen richtigen Plan haben. Und da mache ich mir jetzt an die Arbeit, dass ich die letzten Feinabstimmungen für den heutigen Tag noch mache, dass dann die Sportler dementsprechend planmäßig trainieren können. Aber wie man da sieht, auch neben der Arbeit, mein Fokus, quasi was auch im Moment mein Leben bis zum 11. Juni, wo der Start ist, bestimmt, liegt immer vor mir, vor Augen. Und damit ich den eben auch nie verliere, habe ich die Karten von der Strecke, vom Race Across America, hier der Startort in Oceanside in Kalifornien, quer über die Rocky Mountains, Kansas, Colorado durch, bis hin über die Appalachen nach Annapolis, wo dann das Ziel noch 5000 Kilometer ist und wo ich dann hoffentlich erfolgreich finish. 28 Stunden Arbeit und dazu noch bis zu 45 Trainingsstunden pro Woche unter einen Hut zu bringen, ist eigentlich fast unvorstellbar. Aber es geht. Sogar wenn noch einige Extratermine dazwischen kommen, so wie heute, wo Gerald Bauer das erste seiner 3 Bikes für das Race Across America bei der Firma Airstream in Antering abholen kann. Und das ist es, oder wie? Mein scharfes genau. Eis, mit dem ich jetzt das Trainingslager fahren darf. Das ist ein Teilchen, das ist der Triple E, ja. Der hier mit dem neuen Duress-Öffach. Ja, Hammer, genau wie wir gesagt haben. Hey Steff, vielen Dank. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf geiles Rennen. Rest nur so tragen kannst du. Genau. Und wie geht's da mit deinem neuen Radl? War super, ja. Es ist echt wie Weihnachten und Ostern zugleich. Die Freude ist sehr groß, genau noch rechtzeitig vom ersten großen Trainingslager kommen und bin zuversichtlich. Die Feintuning kommt dann noch, die perfekte Sitzposition, das komplettiert das Ganze dann nur. Aber erster Eindruck, ein Traum. Freue mich, jetzt richtig loslegen zu können. Und das tut er dann auch gleich, denn wieder im Olympiazentrum Rief angekommen, steht gleich eine Ergometer-Einheit auf dem Programm. Natürlich mit dem neuen Bike. Zum Mittag war mal kurz Weihnachten, verspätetes Weihnachten, habe ich mein neues Radl gekriegt. Firma Airstream, sehr coole Sache, was regional ist. Natürlich immer eine sehr motivierende Geschichte für mich. Und jetzt wird es getestet am Nachmittag, die erste Einheit. Und heute stehen doch noch knapp 4 Stunden am Programm, am neuen Radl. Und ja, optimal. Jetzt kann ich ja wirklich so drauf trainieren und die Position auch wirklich gewohnt werden, wie es beim Race Across America dann auch habe und wie ich dann auch 5000 Kilometer quer durch Amerika fahre.
4 Stunden Pedale treten später, ist dann Regeneration angesagt. Und dafür setzt Bauer in der Ram-Vorbereitung erstmals auf das sogenannte Hypoxie-Training. Unsere Beziehung ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche, zumindest wenn man das so oberflächlich betrachtet. Hypoxie kennt man ja aus der gezielten Figurformung, also aus den Bereichen, wo wir mit der Hypoxie-Methode gezielte Fettverbrennung an den Problemzonen bewerkstelligen. Hier mit dem Gerald haben wir eine ganz andere Herausforderung. Erstens geht es darum, dem Gerald auf seinem Weg zum REM hin die Trainingsbedingungen ganz optimal zu koordinieren und den Gerald auch diagnostisch zu begleiten, sodass er dann zum REM die optimale Leistungsfähigkeit hat. Wenn ich darüber gesprochen habe, dass wir den Gerald auch diagnostisch begleiten, dann habe ich hier ein EKG-Gerät, ein mobiles in der Hand, mit dem wir tägliche diagnostische Analysen machen. Das heißt, wir machen HRV-Analysen. Gerald macht das zweimal am Tag. Das heißt, einmal in der Früh, sofort nach dem Aufwachen, einmal am Abend, kurz vorm Schlafengehen. Dies gibt uns Aufschluss darüber, welcher Funktionalitätszustand bei Gerald gerade da ist und ob er leistungsfähig ist, ob er vielleicht auch zu wenig trainiert, wann er Pausen braucht, wann er Regeneration braucht. Regeneration ist neben der Diagnostik das Haupteinsatzgebiet der Hypoxie-Methode in der RAM-Vorbereitung von Gerald Bauer. Du schaust, dass du auf die 60 RPM kommst. Ja, was der Gerald hier macht, ist jetzt ein Regenerationstraining auf dem Hypoxie-Trainer. Er wird etwa 25 Minuten jetzt hier auf dem Ergometer fahren, unter ganz bestimmten Bedingungen. Wir steuern hier auch Überdruck und Unterdruck. Also machen eine Art Wechseldrucktherapie gleichzeitig in seiner Bewegung. Wir übermitteln seine HRV-Daten hier über diese Elektroden und über unser EKG-Gerät direkt auf den Computer und können dann am Computer überwachen, ob diese Regenerationseinheit eine gute ist oder eben weniger gut. Für den Extremausdauersportler Gerald Bauer ist Hypoxie etwas ganz Neues in seinem Trainingsalltag. Die ersten Erfahrungen damit sind aber absolut positiv. Ja, ich muss sagen, es ist halt genau das, was mir bis dato noch abgegangen ist, quasi auch die Regeneration richtig zu steuern. Denn sehr oft war es schon so, dass, so wie es in meinem Fall ist, wenn ich berufstätig bin, da im Trainer im Olympiazentrum und nebenbei noch sowas mache und 40, 45 Stunden die Woche trainiere, dass immer eine Gratwanderung ist zwischen welcher Reiz ist noch gut, wo ist schon Richtung Übertraining, was ist wirklich noch trainingswirksam. Und ja, mit dem Hypoxie-Training habe ich schwarz auf weiß, wie ich gerade liege, wie ich das Training verkraft und trage halt gleich auch was dazu bei, dass ich besser regeneriere und dass ich eben auch diese 40, 45 Stunden nicht nur eine Woche aushalte, sondern wirklich zwei, drei Wochen und so aushalte, dass ich mir ja, auch nach drei Wochen mit jeweils 45 Stunden nicht wirklich was dabei denke und sehr, sehr zuversichtlich bin, damit Erfolg beim Racing Cross America zu haben. Für seinen großen Traum tut Gerald Bauer derzeit wirklich alles. Deswegen ist der Tag, in dem er mittlerweile bereits 12 Stunden auf den Beinen ist, noch immer nicht vorbei. Wartet zum Abschluss doch noch ein 4-stündiges Meeting mit seinen Rennbetreuern. Dem Zufall überlassen wird beim Projekt Race Across America 2013 nämlich wirklich gar nichts.